Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Und noch zwei Stimmen. Ihr kennt sie alle. Sie haben das Nerdquiz in zu 50% gerockt. Die anderen 50% lagen bekifft zu Hause in Berlin. Aber hier ist der Sebastian und der Sascha von Sie reden. Hallo. Einen schönen guten Abend. Ich begrüße das Publikum im Saal und den Pöbel zu Hause. Ich kann so nicht arbeiten. Ja, nur einmal war ich krank. Ach, was soll ich sagen? Wir haben heute die Situation, dass 50% sagen werden, braucht er nicht drüber reden. Und dann kam aber Twitter und dann kam die Umfrage auf Insta und da war die Mehrheit, macht bitte noch eine Besprechung für den Picard-Trailer. Okay, hier sind wir jetzt. Wir haben uns, wie gesagt, die Kollegen von Sie reden als Verstärkung eingeladen. Und ach, so kam das. Ja, ich so hatte kam mich das. Schon gewundert, wie kommt ihr auf so eine Idee, so einen Trailer-Kaffeesatzleserei zu betreiben? Das ist doch eigentlich ist das unter eurem Niveau. Wir sind ja damit eigentlich angefangen mit sowas, ne? Ja, als ich das erste Mal bei euch zu Gast war, bei Nerdizismus, also wir bei euch zu Gast waren, mit dem Sie reden Podcast, war auch eine Star Wars Trailer Besprechung angesagt. Tja, so habt ihr angefangen und Collider hat so geendet. Ja, heute wollen wir über den Picard Trailer sprechen und ich glaube, es wird eine Folge, da wird die eine Hälfte sagen, viel zu gnädig und die andere Hälfte wird sagen, viel zu böse. Mal gucken, was bei rauskommt. Wir haben den Trailer alle gesehen. Wir gehen ihn, glaube ich, so ein bisschen Bit by Bit durch und wollen mal so ein bisschen beleuchten, was wir jetzt schon über die Hintergründe dieser Show wissen, die dann in 2020, glaube ich, kommen soll. Hat sich ein bisschen verspätet. Mhm. Mal gucken, ihr habt ihn alle gesehen. Auf der Comic-Con kam er raus. Erste Eindrücke mal so in die Runde, damit wir wissen, wer wo steht und wer hat denn diese neuen Star Trek-Iterationen auch schon alle verfolgt. Gut, engage. Also, fangen wir doch mal, ich meine, die und Kollegen, die Track-Nerds hören, wissen, dass wir Discovery besprechen, aber was ist denn so die aktuelle Einstellung von Sie reden zu dem neuen Star Trek? Sagen wir mal so dem ab 2009 aufwärts. Sehr, sehr gespalten, würde ich sagen. Also was die Filme betrifft, die haben wir, glaube ich, schon alle besprochen und den letzten sehr erbitterlich und unter dem Einfluss von viel Alkohol und er wurde nicht besser. Also Beyond. Und was jetzt Discovery betrifft, gehen unsere Meinungen, glaube ich, extrem auseinander. Die ersten Teile vom Reboot, die haben wir uns im Kino angeguckt und direkt danach besprochen, ohne ein zweites Mal zu gucken, was ein großer, schwerer Fehler ist. Und man kann ja über J.J. Abrams sagen, was man will, aber er kann halt gut Sachen, Filme machen, die einen emotional mitnehmen. Die Filme sind auch meiner Meinung nach so aufgebaut, dass auf eine große Logik und übergreifende Handlung wird gar nicht so viel Wert gelegt. Hauptsache die Gefühle kommen, ja? Jetzt muss es spannend sein und jetzt muss man sich irgendwie für die freuen, wie die Leute. Und jetzt kommt ein Monster, sowas, ja. Und das hat ja schon gut hingekriegt. Das wurde dann auch so ein bisschen mitgenommen in die weiteren Kinofilme rein. Und konzeptionell, finde ich, sieht man das auch bei Discovery so ein bisschen. Aber ich gucke mir jetzt Discovery nicht die zweite Staffel komplett an. Ich habe nach der vierten Folge Discovery aufgehört, habe dann zwischenzeitlich mal in die Folge reingehört, reingeguckt in der zweiten Staffel, also wo dieses komische Mischwesen da vorgestellt und sofort abkratzt wird und sofort abkratzt daraufhin. Und die ist eine Doppelfolge, glaube ich, also das Finale der zweiten Staffel. Und ich habe nur auf die Uhr geguckt und habe gedacht, hoffentlich ist es bald vorbei und die Discovery verschwindet endlich in der Zukunft. Also was man, ich hatte die Diskussion mit Gregor vom Grauen Rat im Letzten, also was die Abrams-Filme betrifft, tatsächlich gestern erst. Die haben einen großen Vorteil, dass die Charaktermomente unglaublich gut sind. Also die haben extrem gut gecastet, die Charaktere funktionieren untereinander, ein bisschen Abzüge mache ich bei Emo Spock, aber ansonsten ist es halt irgendwie ein Schiff, da will man gerne einsteigen. Also man kann sich vorstellen, mit den Jungs und Mädels abends einen trinken zu gehen. Was die Storys betrifft, aber zumindest die Charaktermomente kriegen sie gut hin. Und bei Discovery, auf das Schiff möchte ich keinen Fuß setzen, ehrlich gesagt. Gut, jetzt, wo wir, glaube ich, hier so ein bisschen geklärt haben, wer wo wie steht. Ja, das Picard steht an. Patrick Stewart hat sich mit
fast 80 oder ist der schon 80? Ist der sogar schon über 80? Er ist noch, ist glaube ich noch 79 ist oder 78, ne? Sportliche Jugendliche 79, ja. Also nochmal herausgeputzt und nochmal ein bisschen trainiert, wobei der ist eigentlich immer ganz gut in Form, damit er jetzt mal ja nicht mehr in die Uniform reinpassen muss, denn das ist ja schon so der erste Punkt. Er wird wohl, außer vielleicht in irgendwelchen Flashbacks oder so, nie in der Uniform zu sehen sein. Das hat er sich wohl zusagen lassen, dass er da keine Lust mehr drauf hatte. Noch ein Spandex-Anzug. Ja, nachdem der bei Old Man Logan mitgespielt hat, erwartet man ja auch nichts anderes. Ich erwarte ehrlich gesagt, nachdem ich diesen Trailer gesehen habe, irgendwie eine Mischung aus Firefly und Old Man Logan. Ja, aber ich mochte Firefly, aber ich kann mir Picard nicht darin vorstellen. Vielleicht als Reverend. Jetzt nach dem Trailer und Old Man Logan, wieso nicht? Also, er ist ja ein vielfältiger Darsteller, wenn man jetzt nicht nur an seine Star Trek-Vergangenheit denkt. Er ist der neue Companion. Wollen wir den Trailer so Szene für Szene besprechen oder möchte jeder so seine Gedanken im Free Flow heute von sich geben? Mir ist es egal, ich stell's euch mal zur Wahl. Wir können beides machen. Wir können ja vielleicht mal mit dieser Grundsituation anfangen. Also der Trailer beginnt ja. Und liebe Leute im Chat, wir haben euch ja den Link dazu gepostet. Könnt ihr ja auch zeitgleich mit uns sozusagen dann abspielen. Der ganze Trailer beginnt ja irgendwie auf dem Weingut. Wetter ist nicht so schön, sieht aus wie bei uns gerade. Eher ein bisschen diesig, die Hände voll mit Altersflecken. Und Picard wohnt sehr bodenständig. Spricht nur für Westdeutschland. Der Osten hat wunderbarstes Wetter hier. Also ich sitze hier draußen auf unserer Terrasse, weil es drinnen nicht auszuhalten ist. Im Dachgeschoss. Bodenständig. Also er wohnt in einer Villa. Also Villa ist für einen Kapitän, würde ich sagen, angemessen. Also heutzutage. Admiral am Ende. Ach so, Admiral. Ich würde sagen, diese Villa, wenn man ein bisschen Geschmack hat, und Picard hat ja Geschmack, ja, dann ist das genau das Richtige für einen alternden Admiral. Es ist sehr spartanisch. Also ich sehe da keine Technik und gar nichts in diesem Raum. Also ja, das ist doch gerade der Luxus. Vielleicht ist das ja auch nur alles holographisch. Da ist vielleicht gar nichts drin. Das ist nur so ein Wellblechcontainer in Wirklichkeit. Das wäre sowieso der Kniff, wenn sich am Ende rausstellt. Ihr habt doch mal, habt ihr das besprochen, diese Geschichte mit Picard in der Klapse? Nee, das war irgendwo anders. Es gibt irgendwie so ein Buch, wo Picard irgendwie eingeliefert wird und irgendwie in eine Anstalt eingewiesen wird und sein Leben fortan unter Betreuung auf dem Holodeck verbringen muss. Und das wäre doch irgendwie cool, wenn wenn sich rausstellt, dass diese ganze Picard-Serie auf dem Holodeck spielt. Und die Jungs von Nerd und Krempel haben gesagt, am geilsten noch auf dem Holodeck von Archer. Als Rache für die letzte Folge, die Berman reingedrückt hat in Enterprise. Ja, genau, also die ganze Serie ist nur ein Prank. Ja, aber die gleiche Hoffnung hatte ich ja auch für Discovery, dass die Serie irgendwann aufhört und Riker sagt Hologramm enden. Ja, das hat bei Enterprise ja auch schon geklappt. Es gibt in der Tat eine Szene, die ich mir vorstellen könnte, dass die vielleicht doch auf dem Holodeck spielt in dem Trailer. Da wurde halt ein bisschen drüber gerätselt. Wisst ihr, welche ich meine? Die ganz am Ende mit Data dann? Ja, wahrscheinlich. Ja, weil letztendlich muss man ja denken, ich meine, Data hat sich ja an sich geopfert, hat zwar sein ganzes Gedächtnis oder seinen Speicher auf Before überkopiert. Letztendlich war ja auch klar, dass irgendwie ein Data so ein bisschen wieder rauskommt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Before jetzt wirklich gleich Data ist und wieso nicht, dass Picard so ein bisschen nostalgisch ist und gerne alte Unterhaltungen mit Data führt. Also es gibt ja in der Tat ein Zitat aus einer TNG-Folge, ich weiß gerade nicht welche, in der Geordi irgendwie so das ist diese eine Folge, wo sie Datas Mutter finden, in Anführungszeichen, ja, wo so im Nebensatz erwähnt wird, dass Data auch ein Unterprogramm hätte, das ihn altern lassen würde. Ich weiß ja, dass ich das damals gesehen habe und dann irgendwie ist mir vor Schreck meine Zigarette in die Biertasse gefallen. Habe ich gedacht, das kann doch nicht in so nebenbei mal erwähnt werden, dass Data einen Alterungsprozess hat. Das wird auch nie wieder erwähnt. Anschließend. Nee, wurde es. Ja, irgendwie muss man ja Brent Spiner erklären, ne? Ja, das ist schon klar, aber eigentlich gehört es ja, weil die Persönlichkeitsentwicklung von Data war ja immer so einer von den Haupterzählthemen von TNG und das natürlich, die Problematik des Alterns hätte dem noch eine ganze Ebene hinzugefügt, wenn man das so gemacht hätte. Aber man ist ja nie wieder drauf eingegangen, soweit ich weiß. Also ich meine, es gibt ja diesen Bridge-Comic,
Countdown, Star Trek Countdown, der so die Brücke schlägt zu den Abrams-Filmen und TNG. Da ist ja Data Captain. Also Before hat ist praktisch wieder zu Data geworden, weil der ganze Transfer geklappt hat. Und inzwischen hat dann Data sein eigenes Kommando gekriegt als Captain. Ach echt, war das so? Ich habe den Comic noch hier, ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, dass Data da drin vorkommt. Muss ich echt gleich nochmal nachschlagen. Ja, und da, wie gesagt, hat dieser Transfer geklappt. Und das könnte so ein Element sein, was ja vielleicht wieder damit einfließt. Ich meine, die Frage ist ja, welche Teile liegen da in dieser Schublade? Also Data kann es eigentlich nicht sein. Ich habe extra nochmal in Nemesis geguckt, das Ding ist explodiert. Also, habt ihr das Meme gesehen, wo Picard die Schublade aufmacht und es liegt eine Puppe drin? Ja. So, oh, verdammt, falsche Schublade. Warum geht die nicht schneller wieder zu? was ist eigentlich mit Lore? Ist der nicht, was ist mit dem passiert? Ist der nicht irgendwie auch in seine Einzelteile zerlegt worden von Data? Ich glaube, Lore treibt doch im All, oder? Nee, ich glaube, Data hat ihn zerlegt und hat er da seinen Emotionschip rausgefriemelt. Und hat ihn dann ins All geschmissen. Nein. Nee, der trieb im All beim ersten Mal und wurde dann ja wieder gefunden oder wurde dann von dem Borg aufgelesen. So rum war das. Genau. Lore was subsequently dismantled and the emotion ship, though damaged, was removed and returned to its rightful owner. Also liegt er dismantled. Liegt er irgendwo in Lore in Einzelteilen rum? Ja, was passiert, wenn irgendwie Einzelteile zu lange rumliegen? Irgendwann kommt dann mal. Ja, du siehst doch schon den Schimmel an der Schulter. Das ist schlecht gelüftet, ja? Sofort. Genau, richtig. Hast du da Schwamm? Ja, also jetzt sehen wir da Data, wie gesagt, der ist ja wieder dabei. Bei Data denke ich mir so, ich weiß es nicht, ich habe halt so die Befürchtung, dass diese ganzen Cameos oder beziehungsweise, dass die ganzen Schauspieler, die uns da jetzt so vorgesetzt werden, also außer den neuen Unbekannten, dass die halt alle nur so Expositions-Cameos haben. Also ich bin noch bei dem Star Trek-Symbol. Ja, das Star Trek-Symbol, das sein Kommando-Badge, also sein Kommunikator. Ja, mei, dann pinnt er sich den halt wieder an. Die anderen haben ja inzwischen den anderen. Er ist ja im Design von DS9 und Voyager der Pin. Also ist schon etwas älter. Ja, den hatten sie aber in den Filmen dann auch bei TNG. Also. Stimmt. Und den Reaction-Shot, den wir dann sehen von Picard, hat sie Hände so komisch hinterm Kopf, so als würde er irgendwie, als würde hinter ihm ein Jem'Hadar mit einer Waffe stehen. Oder ein Borg. Oder ein Klingone. Er lehnt einfach gedankenversunken am Kamin und schaut ins Feuer. Und dabei hörst du die Worte Faith, Destiny und Fate. Boah, ja, das ist wieder so ein Ding. Was ist denn eigentlich dieser nächste Shot, dieses Dunkle? Was ist denn da im Bild? Ich habe das nicht kapiert. Also da sieht man diese Drohnen, die das bewässern. Dann sieht man, wie er da rumläuft mit seinem Hund, der Nummer 1 heißt. Dann kommt jetzt die Szene und dann das im Dunkel. Was ist denn das? Das im Regen da. Das ist ja schon mit ihr, mit der anderen. Eins davor, im Dunkel, wo diese Säule da hochgeht. Kann das irgendjemand erkennen, was das sein soll? Eine Säule, könnte eine Rauchsäule, also so eine Explosionssäule sein, aber nee, ne? Ich weiß, was du meinst, dieses orange Ding mit den zwei schwarzen Streifen unten, ne? Ja, genau. Bei Sekunde 31, wenn mir irgendjemand vielleicht auch im Chat erklären könnte, was bei Sekunde 31 zu sehen ist in diesem Trailer, dann könnte ich beruhigter schlafen. Bei mir ist es nur Dunkelheit. Es könnte eine Scheibe von diesem Kettenfahrzeug aus dem ersten Star Wars sein, auf Tatooine. Ja, in der Tat. Ne, wenn man so eine Scheibe von abschneidet, so längs. Aber wer schneidet sowas da rein? Ich meine, weiß ich. Moment, das ist aber auf dem Feld schon. Das ist ja auf der Nacht auf dem Feld. Und keine Ahnung, kann das irgendein Bewässerungsding oder irgendein Denkmal sein? Ja, richtig. Warum hast du es überhaupt auch drüber? So. Ach, jetzt encountert er die Woman. Ja, und dann stehen sie da irgendwie vor einem Mediamarkt der Zukunft? Oder verkauft man wirklich noch Fernseher in der Zukunft? Oder was ist das? Wie kommst du auf Mediamarkt? Wo siehst du Fernseher? Nee, es ist ein Bildschirm mit drin. Auf jeden Fall mit einem Interview mit ihm habe ich gesehen. Genau. Das ist ein bisschen Film-Noir-mäßig auf jeden Fall. Und es läuft gerade eine Fernsehübertragung mit Picard auf zahlreichen Fernsehern. Und wie im 21. oder 20. Jahrhundert stehen Leute vor den Schaufenstern und drücken sich die Nase dran platt, weil sie keinen eigenen Fernseher haben. Mit transparenten Regenschirmen, ganz wichtig. Ja, sehr Blade Runner-mäßig. Auch die Kapuze von der Frau, hat mich sofort an Blade Runner gedacht. Und dann auch die transparenten Regenschirme. Aber bei Blade Runner sind die wenigstens ein Ticken schlauer, da sind die Stäbe noch beleuchtet.
Ja, das ist auch dunkler. Bei Sekunde 44 sieht er aus wie Professor Farnsworth, der gute Patrick. Ja, und dann sehen wir ja zum ersten Mal, ja, ich glaube, meiner Meinung nach, der Hauptcharakter dieser Serie. Befürchte ich auch. Dash. Und Dash, wie auch immer. Ich dachte, ich. Dash, ja. Teller. The Chosen One. Und ich habe ehrlich, also. Buffy? Ich weiß es nicht. Ich bin da wirklich, also ich glaube ehrlich gesagt, dass am Ende des Tages das Ding zur Picard heißt. Es geht aber nur um dieses Mädel. Und ich habe, davon geh ich und aus. Es geht nicht darum, dass es jetzt ein Mädel ist. Ich denke mir immer nur so, wenn das schon wieder so eine Chosen One Story ist, dann ist das halt auch eher so. Nee, sie fühlt sich doch safe bei ihm. Sie muss von ihm beschützt werden. Das wird eine, genau, Film Noir Detective Story. Ich habe den letztens gelesen, das ist ein Trope. Es heißt Newborn Sexy oder sowas. Also, das sind Frauen, die quasi mit dem Wissen eines Kindes geboren werden, aber dabei total sexy aussehen und auch noch kämpfen können. Also so ein bisschen wie Lilu aus Das fünfte Element und das Mädel aus Firefly und auch so, oder die was Besonderes haben, nicht nur besonders kämpfen können, halt irgendwie ein gewisses Potenzial hat, was Menschen nicht haben, wie zum Beispiel auch bei Splash mit der Meerjungfrau, die ja auch total unbeholfen ist in der Menschenwelt, aber halt gleichzeitig total unschuldig, aber auch total gefährlich potenziell und gleichzeitig auch sexy ist. Das ist ein totales Trope. So das Gegenteil von Aaliyah von den Messern. Ja. Aaliyah hat ja quasi die Erinnerung von allen Vorhergeborenen. Richtig. Und sie ist nicht sexy und kann auch nicht gut kämpfen. Aber gefährlich ist sie natürlich. Also, dass sie nicht kämpfen kann, glaube ich nicht. Ich meine jetzt im ersten Buch. Ich bin auch erst beim ersten Buch. Ach so. Ist sie vielleicht, und das wäre jetzt schon die Frage, in eine Theorie hinein, die später damit zu tun hat, die Tochter von Picard und der Borgkönigin? Ja, ich dachte ehrlich gesagt, es ist die Tochter von Picard und Wasch, deswegen auch der Name Dash. Mhm. Aber ist Dash nicht ein Waschmittel? Ja, aber diese Frage, do you know who I am, das impliziert ja, dass sie erwartet, dass er vielleicht wissen könnte, wer sie ist. Ne? Also, ja, das kann ja auch, also das kann ja durchaus wieder mit dem Borg zusammenhängen, weil letztendlich haben die Borg ja alle mehr oder weniger die gleichen Erinnerungen und vielleicht war sie ganz jung, als er Locutus war und ist jetzt erst da rausgekommen, so in der Art. Keine Ahnung, das könnte ich mir vorstellen, dass das aus dem Borg-Kollektiv heraus ist. Hat sie denn irgendwelche Implantationsnarben im Gesicht? Ja, eins hat sie ja oben, schon sieht man ja schon, dass sie Narbe hat. Eine Wunde, oder? Das ist ja jetzt kein Borg-Implantat. Ja, okay, könnte sein. Oder eine Haarsträhne. Sowas in der Art. Es gibt ja das Gerücht, dass es Lal wäre, also Borgs Datas Tochter, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Die sah halt ganz anders aus. Und die ist tot. Schauspielerin nennt man anders. Die wäre ja jetzt auch ein bisschen älter wahrscheinlich, oder? Data war ja nett und hat ihr dieses dämliche Programm nicht implantiert. Die Tochter von Seven und Chakotay wird im Chat vorgeschlagen. Die möchte ich nicht sehen. Ich möchte nichts, was mit Chakotay zusammenhängt, sehen. Aber gut, ist die Frage, ob die in der Zukunft jetzt in der Zukunft so weit sind, dass die alle befreiten Borg komplett von ihren Implantaten befreien können und nicht so wie Seven of Nine, dass die Überreste davon das haben? Das bringt mich gleich noch zu einer Geschichte, die ich euch erzählen möchte, wenn wir dann bei diesen Borg-Sachen sind. Dann gehe gut, ich da doch ein. Da habe ich mich noch eine große Frage, aber dann hoffe ich dann, dass das dann erklärt wird. In der nächsten Szene sehen wir Picard vor einem großen Bürokomplex im Hellen. Ich habe mich so gefreut, ich sehe die Sonne. Ja, freu dich nicht zu früh, sobald die eigentliche Story losgeht, wird es wieder duster. Ich sehe. Er ist ja das klassische Anaheim Convention Center. Ja, ich sehe ein sonnendurchflutetes Gebäude, also einen Vorplatz eines Gebäudes und es laufen Leute mit einigermaßen klassischen Deep Space Nine Uniformen rum, also mit den bunten. Und man scheint auch das Combadge genommen zu haben, das wirklich konsequent immer für Zukunftsepisoden bisher immer genommen wurde. Mhm. Also ja? Das sieht dem sehr ähnlich. Mit den Rangabzeichen am Badge, meinst du? Ja, genau, dieses von heute, gestern, morgen, das Compatch. Ja, das war auch so ein etwas größeres, also es sieht aus der Ferne so aus, als könnte es das sein, was ja wirklich ganz nett wäre. Fanservice. Ja, der ganze Trailer schreit Fanservice, aber okay, da kommen wir später zu. Nein, der Fake-Trailer, der hat Fanservice geschrien, der hier, weiß ich nicht. Ja, dann sitzt er bei einer Admiralin, die nicht Janeway ist.
In einem hellen, sonnendurchfluteten Büro. Ich dachte ja wirklich erst, dass es Janeway ist. Ich musste zwei, dreimal hingucken, aber ist sie nicht. Zum Glück. Nee, die ist ein bisschen auseinander mittlerweile als damals. Also die ist jetzt ein bisschen kräftiger als früher, wenn man Orange is the New Black sieht. Oh, betreibst du hier etwa Body-Shaming? Ich sag nur, das passt. Das würde ja vom Körperbau da nicht so her passen. Ein Sherjev würde passen. Auch vom Alter her. Oh, stimmt. Richtig, die gibt's ja auch noch. Aber dann hat die sich, aber die müsste doch schon längst in Ruhestand sein, oder? Man weiß nicht, wie alt Menschen werden im 24. Jahrhundert. Das ist wirklich eine gute Frage, auch an den Chat mal. Wie alt werden eigentlich Menschen im 24. Jahrhundert so durchschnittlich? Also ich würde mal schätzen, wenn man so hochrechnet, müssten die doch so im Schnitt 100 werden. Mindestens. Weil also wann gehen die in Rente? Heutzutage werden wir im Schnitt so 70, also müssten die, da ich meine, in 300 Jahren so im Schnitt 100 werden. Kommt doch hin, oder? 124 Jahre wird gerade geschrieben. Das ist sehr spezifisch, 124 Jahre. Da hätte ich jetzt gerne bitte den Steinböcke nach. Heute ist mein letzter Ich hätte gerne Tag. Eine zweite Quelle dazu. Ah ja, okay, 120. Also jedenfalls, er redet mit dieser Admiralin, aber auch nur über das Mädel. Aus ja, aber meine Güte, hat die Tinef auf dem Schreibtisch stehen. Kein Rechner, aber hoffenweise so diese Beruhigungskugeln, die man so aneinander klacken lassen kann. Irgendein Stein, sieht aus wie eine Kartoffel auf Beinen. Das sind die Management-Toys ja, des 24. Jahrhunderts. So ein Zen-Garten in Miniaturformat. Wahrscheinlich noch kennt ihr diese Boxen, wo so Notizzettel drin waren früher, so aus Holz? Ja, aber irgendwann geht es doch nur noch um die Inneneinrichtung, ja, von deinem Büro. Ab einem gewissen Punkt. Ja, meine Fresse. Das ist symbolisieren, sie ist über Papierkram, sie ist weit drüber weg, die Frau. Ja, so ein Schreibtisch möchte ich mal haben. Nur Tinef und Spielzeug drauf. Ja, warte, bist du einfach wahrscheinlich hat sie hinter ihrem Sessel irgendwie noch so einen Schrank mit kleinen Miniaturmodellen von Raumschiffen und wenn Picard raus ist, dreht sie sich rum, holt die raus, macht so, nimm das. Nee, das sind alles total coole Science-Toys, weißt du, so Neodym-Magneten und solche physikalische Experimente, die man sich irgendwie bei Manufaktum kaufen kann. Ich frag mich ja eher mit dem Sessel, ob der so ergonomisch korrekt sein kann, wie der aussieht. Der sieht auch total billig aus. Also irgendwer schrieb, das sieht aus wie bei The Orville und das stimmt. Warte mal. Welcher? Der von Picard oder von der Admiralin? Von der Admiralin. Der sieht so aus, wenn sich den Rücken brechen würde, wenn sich anlehnen. Ja, die können halt alles heilen im 24. Jahrhundert, aber Rheuma, das ist immer noch so eine Sache. Der Rücken geht halt immer als Rücken. Ausrede. Nur einmal war ich krank. Nachdem ich mir die Wirbelsäule an diesem Scheißsessel gebrochen hatte. Ja, und dann sagt der gute Picard, she needs me. Ja, was die Frau auch vorher schon gesagt hatte, sie braucht ihn, wussten wir schon, redundante Informationen, könnte darauf hinweisen, dass ihr recht habt und es wirklich um diese Frau geht. Diese Frau, sie braucht Hilfe. Haben das alle verstanden? Wir machen noch eine zweite Szene, wo es nochmal gesagt wird. Ich schmeiß noch ein paar Modewörter wie Faith mit rein, weil das klingt gut. Destiny. Modeworte. Destiny und Faith. Ja. Ja, und dann sehen wir sie auch schon. Wie sie ganz sicher Hilfe braucht, ja. Ne, in der Szene, die jetzt kommt. Ja, aber keiner hilft ihr. Aber sie kann ja schnell rennen. Ja, und das fliegt und sie kann auch Martial Arts, also so viel Hilfe scheint die gar nicht zu brauchen. Trotzdem wird sie übers Geländer geschmissen, was jetzt für die meisten Menschen schon der Tod wäre. Aber ich finde das total geil. Picard steht ja am Fuß einer Treppe und er denkt so, ich würde ja helfen, aber ich muss mit 79 all diese Treppenstufen hochlaufen. Und er guckt auch so nach dem Motto so, geh ich jetzt da hoch, bis ich oben bin, ist die schon längst weggeblieben. Nein, mein Phaser ist in der anderen Hose. Sie kommt mir aber wirklich, also diese Szene ist so halb 1:1 Firefly, die, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, aber die Junge da auch. River Tam. Ja. River Tam, richtig. Ja, aber nee, die kommen ganz anders, ganz, ganz... Nee, aber dieser Kampfstil da, dieser Kampfstil, den die einsetzt. Also sie tritt halt und boxt. Ja, aber gegen wen? Gut. Also die haben ja so ganz merkwürdige Helme auf. Motorradgang halt, ne? Ja, die Motorradgang in der Toskana. Es sieht ja aus wie in der Toskana. Mit einem Computereffekt auf dem Himmel. Die Mafia, Sascha, das ist La Gamora. Der Treppenlift ist kaputt, das ist gut, schreibt der Chef. Also schwarz könnte ja mal wieder, wenn wir so in dem Discovery-Sprech bleiben, auf Sektion 31. Geh mir weg mit Sektion 31. Wieso, das wolltest du, Sascha, das wolltest du sehen. Du hast mal darüber fantasiert, wie Star Trek in fortgeführt worden wären, sehen hättest. Und hast du gesagt, ich würde gerne eine Story haben mit einer Verschwörung innerhalb der Föderation. Ja, da stehe ich immer noch zu. Ja.
Aber Discovery hat mir Sektion 31 ein bisschen kaputt gemacht. Also das heißt ein bisschen extrem kaputt gemacht. Vielleicht nutzen die das jetzt, um Sektion 31 noch mehr zu pushen, um die Begeisterung dafür zu wecken. Das verlorene Vertrauen wieder aufzubauen. Ich verweise hier auf meinen Artikel vor über einem Jahr, als Picard angekündigt wurde, die Serie. Meine Vision von der Picard-Serie. Und ich stehe immer noch dazu. Und wie viele Haken hast du bis jetzt, wo wir jetzt besprochen haben, schon dran machen können? Es sind schon einige. Aber ich weiß ja nicht, wie die effektive Serie aussieht. So ein Trailer ist ja halt irgendwie auch nur ein Trailer. Wo finde ich das, Sascha? Wo finde ich diese Voraussagen? Auf der Sirenenseite, lieber Sebastian. Andere Theorien gibt es zu denen, dass es, weil ja auch Romulaner da später vorkommen, das ist vielleicht ein Teil Schiar. Ich glaube, es sind Vampire. Sie ist Buffy und es sind Vampire. Aber dann sind es bestimmt Remaner, die haben dann den Helm auf, weil die können nicht im Sonnenlicht rumlaufen. Oder Krill. Auch gute Theorie. Dann sind es bestimmt gerettete Remaner. Yeah, mark my word. Das ist die italienische Mafia. Die auch. Von den Remanern unterwandert, weil die sehen eh alle gleich aus. Aber warum werden die sofort weggebeamt, wenn sie über die Rüstung geschmissen werden? Tja, gute Krankenversicherung. Wahrscheinlich haben die so einen, also ich würde jetzt mal schätzen, dass die so fancy New Tech, dass die sich von Ort zu Ort direkt selber transportieren können. Ja, Kursstrecken, genau. Mhm. Würde passen in das ganze Discovery-Ding. Das hat vielleicht der Picard von unten ausgelöst, vom Fuß der Treppe. Der alte Fuchs. Weil er gemerkt hat, der Treppenlift ist kaputt, aber das Beamen funktioniert noch. Das ist hier ja so typisch, also dieser ganze Trailer, der schreit ja nach dem Look von den neuen Filmen von Discovery und das ist so typisch dieses Mid-Air-Transport, was die da überall sogar bei Discovery mittlerweile schon gezeigt haben. Also nach dem Motto, wir pfeifen auf die technischen Regeln, auf das Technical Manual, wir machen das ist wirklich genau. Abrams-mäßig nur von Szenen, es ist nur wichtig, dass die Szene funktioniert. Genau. Die nächste Szene ist jetzt ein bisschen dunkler. Entschuldigung, jetzt wird's wieder duster. Nee, wir sind bei PK im Büro. Also im. Ja gut, das sind jetzt so die einzelnen Sätze. Ich wollte jetzt den nächsten. Ach so, mit diesem komischen Menschen, der da liegt. Ja, ist es You? Die Gerüchteküche schießt ja ins Kraut, dass das You ist, also jener Borg, der von PK dann mal wieder. Aber warte mal, was sind das für Schiffe? Sind das das Romulanische? Die Schiffe. Ja, ich tippe mal auf eine romulanische Flotte, auch wenn sie überhaupt nicht romulanisch aussehen. Aber es sind jetzt neue romulanische Schiffe. Es sind Flügel dran, also sind es romulanische Schiffe. Also Bird of Prey wird gut passen. Aber sie sind halt nicht so grün. Sind romulanische Schiffe nicht eigentlich immer grün? Die grüne Farbe war aus. Romulaner sind rot. Nee, Romulaner sind... Sebastian, erinnere dich an unser CCG-Spiel. Ja. Die waren immer grün. Ja. Also im Internet haben Leute gesagt, also es eher in Line, also ist ähnlich wie der klassische Klingon Bird of Prey, aber mehr in die Richtung von dem, und das kenne ich nicht, Valdor-Type, Romulan Warbird. Also um da ein bisschen von Trek am Dienstag angelesenes oder angehörtes Wissen rauszukramen. Im Grunde genommen war ja bei Star Trek 3, wo der Bird of Prey das erste Mal auftaucht, eigentlich ursprünglich geplant, dass Kruge, ist das 3? Ja. Eigentlich ein Romulaner sein sollte, aber die hatten irgendwie dann doch irgendwie kurzfristig umgeschwenkt auf die Klingonen. Eigentlich war ja, weil die haben auch Tarnvorrichtung das erste Mal erwähnt, also dass die Klingonen Tarnvorrichtung haben. Das hatten ja vorher nur die Romulaner. Und in Star Trek 3 sollten ursprünglich die Romulaner die Hauptbösewichte sein und deswegen hätten eigentlich die Romulaner auch den Bird of Prey kriegen sollen. Tja. So kann es manchmal gehen. Da wird das ganze Universum wird entschieden durch eine Drehbuchentscheidung. Wie gesagt, habe ich nur bei Trek am Dienstag gehört, aber das stimmt ja meistens, was man da hört. Na gut, und dann gab es ja noch diese kanonmäßige Geschichte, dass die zwei Imperien ja auch mal Technik miteinander ausgetauscht haben. Ja, das stimmt. Ja, Romulaner sehen wir aber definitiv dann in der nächsten Szene, wie gesagt, wo ich gerade eben schon mal angesprochen habe, dass da wohl, ja, You, also der Borg, den die TNG-Crew mal hatte und dann wieder hat laufen lassen, vielleicht jetzt auf dem Tisch da liegt. Man sieht zwar später das Gesicht, aber es ist echt schwer zu sagen, ob der Schauspieler das ist. Der ist aber bestätigt worden für diese Serie. Warte mal, ist da nicht irgendwie so ein, war nicht irgendwie auch ein junger Schauspieler angekündigt, der einen Borg spielen sollte? Ist das nicht eher der? Also ist nicht You, sondern sollte irgendwie ein anderer zur Stammbesetzung gehören, der irgendwie mit Borg-Technologie irgendwie augmented ist. Gut, wir werden auch einige Borg-Leute doch später sehen, deswegen. Also man kann es nicht genau sagen, ob er das sein soll oder nicht, aber der Schauspieler ist bestätigt für die Serie. Dann treten wir ein ins Picard-Museum.
Und die haben ja in Los Angeles wirklich ein Picard-Museum hingestellt, wo man sich alte Fansachen angucken kann oder Requisiten angucken kann aus Filmen und Serie. Und ich finde es gut, dass Robert und Kirk unterschrieben haben beim Captain Picard-Poster. Das übrigens nicht, dass leider nicht das TNG-Poster ist, weil das war auf so einer Silberfolie letztens noch gesehen. Aber es ist, dem kommt dem sehr nahe. Also man, wenn man sich direkt nebeneinander hält, dann fällt es einem eigentlich gar nicht auf. Ach da, also jetzt sehe ich es. Bei mir ist jeder Tag Captain Picard-Tag. Kirk hat immer Brückentag. Und Sorg und Xolo haben auch unterschrieben. Und Worf, guck mal, Worf hat unterschrieben. Über Robert. Ah! Echt? Ach, das stimmt, ja. Und Michael, du auch. Das finde ich nett. Und dann geht's weiter zu einem Shot, wo ich echt dachte, sind wir jetzt bei den Simpsons? Im Stahlwerk, im Schwulen? Na, eher im Atomkraftwerk. Denn dann sind wir nämlich wahrscheinlich in dem von den Romulanern besetzten Borg-Cube. Und da ist dann so eine Tafel, wo da drauf steht: This facility has gone 5843 days without any assimilation. Das entspricht 16 Jahren. 16 Jahren, genau. Habe ich gerade mal ausgerechnet. Nein, das habe ich vorher gelesen. Und man sieht ja tatsächlich auch irgendwelche Alkoven da stehen. Diese beiden Fahrstühle erinnern mich an X4 Revolution. Egal, ja. Ja, jetzt könnte man vielleicht an der Stelle schon mal kurz ein bisschen auf den ersten Beef eingehen, der mit der Serie schon einhergeht. Denn nachdem dieser Trailer rauskam, haben sich ein paar Leute im Internet ganz schön kräftig darüber beschwert, dass das ja alles geklaut wäre. Ja. Und zwar hat ein gewisser Robert Meyer Burnett, der im Star Trek Lore durchaus bekannt ist, weil er fast alle Specials und Behind-the-Scenes-Geschichten der ganzen DVD-Veröffentlichten verantwortlich war. Und dieser Robert Meyer Burnett, ist ein Buddy von Brian Fuller, der ja eigentlich für den ganzen Star Trek-Kram in Charge sein sollte, bis er dann rausgeschmissen wurde. Und der Fuller hat ja schon für DS9 und Voyager geschrieben und so weiter und wurde ja dann kurz vor dem Beginn von Discovery gegen den Kurtzman ersetzt. Und Fuller hat ein Konzept eingereicht aus 5 Teilen. Also diese ganzen neuen Star Trek Sachen sollten so aus 5 Teilen sein und einer davon hieß Data und Picard. Also eins von diesen Konzepten. Das ist toll, die Geschichte wollte ich auch zum Besten geben, aber erzähl mal. Du darfst sie gerne ergänzen. Also Nein. Die Story geht also ungefähr so, nachdem also der Botschafter Spock in der Kelvin-Timeline verschwunden ist, kümmert sich die verbliebene TNG-Crew um die Evakuierung von Romulus, weil der Stern nämlich zur Supernova werden droht. Da gibt's auch extra noch eine Geschichte zu. Die Supernova ist aus Versehen ausgelöst worden, irgendwie von Selar und Bla und Pi und Puff. Auf jeden Fall geht das alles hoppladihopp, weil ich habe mich nämlich, als ich diese Supernova-Geschichte gehört habe, auch irgendwie gefragt, Moment mal, der Stern explodiert ja nicht über Nacht. Wieso sind die da in Romulus nicht drauf vorbereitet? Aber das war, die sind da ein bisschen veräppelt worden, der Talchia, und der Talchia will das dann vertuschen, aber das ist eine andere Geschichte in einer Galaxie far, far away. Auf jeden Fall führt Captain Data, da haben wir ihn dann wieder, eine massive Flotte zur Rettung an, und als Data dann realisiert, dass das alles nicht reicht und sie mehr Kapazitäten brauchen, wendet er sich an Seven of Nine, und die kommt dann mit Hilfe von, Achtung, abtrünnigen oder beziehungsweise vom Kollektiv losgelösten Borg-Drohnen, und hilft dann eben durch Borg-Technologie viel mehr Romulaner zu retten, indem sie sich nämlich teilassimilieren und dadurch so mit diesem Instant-Transport, wie das Borg halt so machen, so sofort wegbeamen. Und die Mission ist aber halt nur ein Teilerfolg. Denn die Romulaner sind dann halt gleich doppelt traumatisiert. Zum einen, weil ihr Heimatplanet weg ist und zum anderen, weil halt kurz vorher auch noch mehr oder weniger die komplette Bevölkerung oder große Teile halt ohne Vorwarnung assimiliert wurde. Und man bezweifelt so ein bisschen die Führungsqualitäten von Data an und ob ihm nicht vielleicht organisches Leben doch irgendwie am digitalen Hintern vorbeigeht. Und und dann kommt irgendwie Picard ins Spiel, der sich dann um eine neue Heimat für die Romulaner bemühen will, doch irgendwie will halt die restlichen Romulaner keiner haben
Und ja, dann geht dann so diese Handlung weiter, gibt ja noch ein bisschen was mit Seven of Nine, sein iromodisches Syndrom bricht noch aus und das Einzige, was sein, irgendwie... Picard's. Ja, genau. Und das Einzige, was... Seven of Nine. Nee. Picard's iromodisches Syndrom bricht aus und das Einzige, was dann Hilfe verspricht, ist irgendwie noch Tech, Borg-Tech, so. Ja, und das lesen die Leute jetzt auch nein, das, nein ist ein, aus. Das ist ein Konzept, was Kurtzman hätte ich fast gesagt, was Fuller mal gepitcht hat. Und ja, und wo ist der Konflikt jetzt? Wo ist jetzt das Beef? Ähnlichkeiten zu dem, wie es jetzt aussieht. Und Fuller, ja, Trailer. Und Fuller muss wohl. Das lese ich da nicht raus. Fuller muss wohl irgendwie sehr merkwürdig reagiert haben, als er den Trailer gesehen hat. Er muss Tränen geweint haben, wurde kolportiert. Von einer Quelle, die aber auch schon mal verkündet hat, dass halt irgendwie Discovery keine dritte Staffel bekommt und Kurtzman gefeuert wird. Ist jetzt übrigens die Frage, eine rein rechtliche Frage, wenn er diesen Pitch eingereicht hat eben und theoretisch die Rechte mit dem Pitch dann an CBS und Co. verkauft hat, hätten die nicht dann das Recht, das nochmal zu verwerten, je nachdem, was im Vertrag von ihnen steht? Es kommt auf den Vertrag drauf an, aber wenn du was pitchst, dann wird es entweder genommen oder nicht. Und wenn es genommen wird, dann ist vorher geklärt, was du dafür kriegst. Und wenn es keinen Vertrag gibt und die das trotzdem machen, dann hast du meiner Meinung nach... Ja, bei CBS ist das ein bisschen anders. Ja, also normalerweise ist das so. Allerdings ist das, glaube ich, bei Fernsehsendern so, wenn du da was einreichst, zumindest bei CBS und bei Star Trek, und die nehmen das dann, also es gibt keinen Rechtsanspruch, dass du dann irgendwie was kriegst, wenn du unaufgefordert was einreichst, so als Fanfiction. Ja, du schickst dir ein Drehbuch oder so. Ja. Ich möchte jetzt nochmal Babylon 5 und Deep Space Nine in den Raum werfen, weil JMS ja mit dem Konzept von Babylon 5 auch zu Paramount gegangen ist und gepitcht hat. Und kurz darauf ist halt Deep Space Nine entstanden, aber er hatte damals auch auf einen Rechtsstreit verzichtet. Die Quelle ist jetzt dieser Robert Burnett und der ist jetzt im Gegensatz zu denen, die sonst immer diese anderen Gerüchte streuen, also Midnight's Edge und Nerdrotic und keine Ahnung was, ist das zumindest jemand, der auch beruflich bei Star Trek erwiesenermaßen eine Rolle gespielt hat, weil er, wie gesagt, in Charge war für die ganzen Special Editions und die ganzen Specials auf den DVDs und Blu-ray-Veröffentlichungen. Also von daher denke ich mal, dass er schon in einer... Übrigens, ist. Eben schön, dass du das mit dem Instant Transport gesagt hast. Also ist der Transporter vielleicht ja auch sogar Borg-Technologie, was wir vorher hatten. Das ist natürlich möglich. Ich bin aber froh, dass ich ja die ganze Zeit nicht kapiert habe, alle Welt quatscht von der Zerstörung von Romulus und außer, dass halt das einmal erwähnt wird, okay, es wird auch gezeigt, kurz in der Kelvin-Timeline, wird halt so gar nicht gesagt, wo das herkommt. Das heißt, ohne Sekundärliteratur weißt du gar nicht, warum das jetzt so ein Riesending ist. Ja, aber das ist doch jetzt unvogue. Das ist doch bei Discovery genauso gewesen. Wenn du irgendwelche, ich verstehe das und das nicht, ja, liest die Bücher dazu. Es ist ja jetzt auch nur ein 3-Minuten-Trailer. Es kann natürlich sein, dass das ein bisschen noch erklärt wird am Anfang der Serie. Hoffen wir mal. Da gehe ich mal. Ich nicht. Ja. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass da halt keine Romulaner unten stehen, sondern offensichtlich Menschen. Ja, aber oben als Wachen stehen. Ach so, du meinst als Assimilierte. Ja, da hast du recht. Ja. Also 16 Jahre keine Assimilation mehr. 16 Jahre ist ein bisschen kürzer als das Ende von Voyager. Also ein paar Jährchen hängen dazwischen. Ne? Genau, jetzt das wäre jetzt die perfekte Stelle, meine Frage loszuwerden, weil es wird ja immer wieder auf das Ende von Voyager angespielt, dass die Voyager irgendwelche Borg-Technologie mit in Alpha-Quadranten genommen hat. Ich habe Voyager ja irgendwann mal abgebrochen und habe, glaube ich, die letzte Folge geguckt, aber auch nicht viel mehr. Was ist denn mit den Borg passiert? Hat Janeway die Borg besiegt oder ist da irgendwas, also was ist mit den Borg? Also das war doch mit der Zeitreisegeschichte und am Ende geht auf jeden Fall die Borg Queen mit drauf und ich glaube dieses Transportsystem, dieses Ultra-Warp oder wie das heißt, Transwarp geht auch mit drauf. Und damit glaube ich ein Großteil zumindest von den Borg an sich. Aber es gibt ja noch diese halbmenschlichen, auferweckten an Bord der Voyager. Die betrifft das ja nicht. Nee, ich meine die Enterprise schon damals. Richtig, genau. Die gibt's noch. Die werden ja dann von eben besagtem You, ne, angeführt. Ach, die? Ja, weil es gibt bei Enterprise, also bei der Serie, ja auch eine Borg-Folge. Ja, es gibt mehrere. Also es gibt ja eigentlich fast... Ja, gut, das ist jetzt halt so ein typisches Retcon, was damit reingekommen ist. Wo ja viele schon gedacht haben, dass Discovery das mit aufgreift durch diesen Supercomputer. Also wie gesagt, ich finde die Idee gar nicht mal schlecht.
dass halt nach dem Dominion-Krieg die Föderation halt sagt, okay, wir haben ja halt diese Borg-Technologie, die Voyager mitgebracht hat, lass uns die mal ausnutzen. Und damit experimentieren. Und dass es halt, dass halt innerhalb der Föderation eine Fraktion gibt, die sagt, okay, wir wollen das machen. Und eine andere Fraktion sagt, nee, das ist nicht das, was wir als Föderation vertreten. Und Sektion 31. Zum Beispiel. Und Picard deswegen quasi seinen Posten quittiert hat. Könnten wir eigentlich ganz kurz mal auf eine Sache, die hier gerade im Chat steht und die mir jetzt gerade irgendwie bewusst wird. Gibt es eigentlich mehrere Borg-Queens? Ja. Weil die Borg-Queen geht ja in First Contact drauf und sie geht ja mit Voyager drauf. Das wird ja irgendwie halbherzig bei Voyager erklärt, meiner Meinung nach. Also es gab ja irgendwann Alice Krüger, die Borg-Queen im 9. Film gespielt hat, die geht ja drauf. Mhm. Und dann gibt es bei Voyager ja einen und da wird, glaube ich, auch gesagt, ich denke, sie sind tot und so, nee, ich bin doch nicht tot und das war ja immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Stopp mal, die Borg-Queen, die kopiert sich doch eh hin und her, wie sie lustig ist. Die hat doch dieses Metallschädel mit diesem Ansatz von dem Buttermark da und dann kommt der Körper, kommt dann so, wird ausgetauscht. Wie bei Bienen wahrscheinlich, wenn eine weg ist, wird die andere gleich kommt es einfach eine neue sie ist nach. Ja auch in der Vergangenheit gestorben, die eine Version. Also kann ich mir vorstellen, dass sie trotzdem eine Kopie in der Zukunft gelassen haben. Fand's immer ein bisschen albern, wenn die Borg-Queen dann irgendwie so ein bisschen bösewichtmäßig Janeway hinterhergewunken hat. So, Janeway! Das war mal so ein bisschen, ich fand das immer so ein bisschen albern. Voyager! Hab ich schon alles verdrängt. Früher war halt doch nicht alles besser. Nee, definitiv nicht. In dem Film, diese Borg-Queen, die war doch auch nur der Villain of the Movie, mehr oder weniger. Da hat sich doch keiner drüber Gedanken gemacht, wie genau die jetzt vernetzt ist mit irgendwie den anderen und wie jetzt die Backup-Systeme da eingerichtet sind für sie, ja. Das kann ja auch noch immer wieder angepasst werden. Aber rein vom Prinzip, also als die ja damals in dem Film aufgetaucht ist, hat Picard ja auch gesagt, er hat sie immer so im Hintergrund gespürt. Und immer sowas im Hintergrund gedacht, dass da noch was wäre, irgendwie in der Art. Vielleicht ist es ja so, dass ähnlich wie Borg-Kollektiv die Queen quasi die AI des Ganzen ist, die nicht zerstört werden kann. Ja, genau. Ich nick einfach mal. Das höchste Level, das höchste Layer. Das oberste Layer. Oh, sie leben eine Ebene 8, meinst du? Ja, genau. Noch über Application. Die nächsten schnellen Schnitte, wir wollen. Komm, lass uns mal weitermachen. Bei welcher Sekunde bist du gerade? Ach, ich habe schon mal ein bisschen nebenher laufen lassen. Und man sieht jetzt, glaube ich, so die Picard-Crew, mit der er sich auf die Reise begibt, um The Chosen One zu helfen. Also ich bin jetzt bei 1.5 und wir sehen Picard, der mit irgendeiner Romulanerin oder Vulkanierin redet. Und da kommen wir zu einem Problem, was öfter schon mal angesprochen wurde im Zusammenhang mit diesem Trailer. Dass die Romulaner bei TNG ja schwülstige Augenbrauen hatten oder Stirne, um sie ein bisschen von den Romulanern, von den Vulkaniern zu unterscheiden. Und das ist offensichtlich bei Picard wieder zurückgenommen worden. Oder wir sehen hier nur merkwürdige Vulkanier oder Vulkanier-Romulaner-Hybriden. Ich wollte gerade sagen, das sind wieder, ich wollte das Wort Mischlinge vermeiden. Auf dem nicht assimilierten Borgschiff. Sehen wir ja klassische Romulaner, die Waffen halten, also die auch diese Wülste haben. Vielleicht sprechen sie ja nicht drüber, wie aber wir sehen Klingonen. Ja ganz offensichtlich Vulkanier mit oder Vulkanierinnen, die doch relativ emotional agieren. Oder auch nicht. Ja, das sind ja auch von Natur aus, sind sie doch emotional. Das ist doch nur die jahrelange Training und Konditionierung. Also ich wollte keine Vulkanier als Freunde haben. Ich glaube, das sind ziemlich arschlich. Ja. Komisch, früher wollten die Fans immer alle Vulkanier sein. Ihr seid keine Waren-Fans. Toxic Fandoms. Aber auch die Szene, wo halt rund um Picard Leute irgendwie weggebeamt werden. Also, ja, das sieht aus wie in Hogwarts, wenn da die Zauberer aus den ganzen, im Zaubereiministerium aus den Kaminen alle rauskommen. Wer ist denn die Blonde? Welche Blonde? Da war gerade so ein strahlendes Lächeln in der Kamera. Dreht sich nur mal kurz vor. Ja, die kommt Sekunde dann auch gleich nochmal. Die gehört ja dann wahrscheinlich zur Crew, zusammen mit Samurai-Vulkanier und John Malkovich-Vulkanier und ein Sonnenscheinchen, wie schön. Wahrscheinlich die Tilly. Ja, gerade dieser Samurai-Vulkanier. Was soll das? Geil. Erinnert mich total an den Typen aus Rogue One, an den Jedi.
den Jedi-Schüler da. Nee, ist nicht Jedi-Schüler, was war er jetzt? Er ist Mönch, die Lehren der Jedi studieren. Er sagt immer, er ist kein Jedi, aber er ist ein Jedi. Also ich dachte eher, es sieht aus wie Legolas mit gefärbten Haaren. Ja, auch das. Und diese Brücke von diesem Schiff ist sowas von ungemütlich. Du hast halt eine riesige Halle, ein Hangar, und vorne hast du dann irgendwie drei Stühle stehen und du hast keine Trennwand. Ich würde wahnsinnig auf dieser Brücke werden. Genau wie bei X-Foundations. Ja, das erinnert mich so ein bisschen. Was ist denn das für ein Raumdesign? Du wirst doch als Captain verrückt. Ich weiß, du willst. Ich möchte eine abgeschlossene Brücke haben. Ich möchte ein Wohnzimmer haben. Dann fliegen das Wohnzimmer. Nein, ich möchte zumindest eine Wand in meinem Rücken. Weiß man denn, ob das ein Transporterschiff oder ein Frachtschiff oder so sein wird, weil das sieht ja eher da nach aus. Ja, aber selbst bei einem Frachtschiff hast du ist die Brücke abgeschlossen. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch, also der Dialog schreibt sich doch von selbst. Picard sitzt bei der Admiralstante, sagt, sie braucht meine Hilfe. Die Admiralstante sagt, oh, all unsere Schiffe sind leider gerade beim Saubermachen von so und so. Sie müssen sich dann Variante 1 entweder selber eins suchen, dann kommen die ins Spiel, in einer schummrigen Kaschemme wirbt ihr die dann Mos Eisley an, ja, Variante 1 oder Variante 2 ist, aber es gäbe dann auch diesen einen Frachterpiloten, das ist eigentlich ein Arsch, der ist schon dreimal aus der Sternenflotte rausgeflogen, aber der bringt sie zumindest mal nach Alderaan. Ja? So wird's kommen oder so ähnlich. Okay. Oder die ganze Crew besteht halt irgendwie so aus so Sternenflotten rausgeschmissenen, nicht mal das erste Jahr auf der Academy geschafft Leuten oder so. Das bietet ja zumindest eine Menge Stoff für Charakterentwicklung und Aufbau und Probleme und so Konflikte. Das wird uns total wieder passen zu The Expanse, weil da war auch das ist die Brücke auch eher offen, ja, und auch eher metallisch geprägt und da müssen die Leute auch erstmal zueinander finden, weil das auch alles irgendwie auf die Art und Weise Versager sind. Also bestimmten Dingen, also schlechte Entscheidungen getroffen. Zehn Episoden habe ich gerade gelesen, also für Charakterentwicklung. Das Ganze soll ja seriell sein, kein Planet of the Week, sondern soll ja eine große Geschichte sein. Abgeschlossen in 10 Folgen? Gute Frage, wenn Patrick Stewart mit 82 noch weitermachen will. Oder er opfert sich am Ende. Oder CGI. Ja, an Will Smith haben wir jetzt gesehen, wir können ja auch den jungen Picard dann wieder. So, dafür gibt's doch Tom Hardy. Genau. Also, der sieht doch, also, und sieht doch, Prinzessin also, Tom Hardy sieht doch wirklich aus wie Patrick Stewart, den Jungen. Also, ich meine, hallo, ja. Ähnlicher geht es ja wohl gar nicht mehr. Das wäre cool. Er fällt dann in den Jungbrunnen in der letzten Folge und kommt dann als der raus, den du gerade gesagt hast. Ja, jetzt sind wir da noch in so ein paar Dörflein. Dann sieht man noch einen komischen Alien, schnelle Schnitte. Ich weiß gar nicht, was ich zu diesen ganzen schnellen Schnitten da sagen soll. Kannte ja aber das Dorf? Habt ihr zu dem Dorf irgendeine Meinung, was das sein soll? Naja, da ist ja scheinbar Picard irgendwie am Backpacking hin. Und ich schätze mal, dass es da, wo er seine Crew sucht. Damit wir dann wieder bei der Mos Eisley-mäßigen Kaschemme wären. Der Chat schreibt gerade, das ist ein ganz guter Punkt, dass dieses Dorf vielleicht hier Mintaka 3 sein könnte, weil da gab es doch auch mal diese Data-Geschichte. Und da wäre ich leicht drauf zu sprechen gekommen, weil wir kommen nämlich gleich, Picard läuft an einem Felsen vorbei, der exakt der gleiche Felsen ist wie im Gott der Mintakana. Was aber, glaube ich, einfach daran liegt, dass das halt What? Dass es halt einfach ein Fanservice ist und natürlich auch der Plan, der Felsen ist, der halt fußläufig vom Studio zu erreichen ist. Ich habe ja Probleme, die Schauspieler zu merken. Du merkst die Felsen. Da kommen wir später zu. Aber lass uns mal ganz kurz zu 1.33 hüpfen, weil ich glaube, das ist eine Szene, wo sich alle möglichen Leute dran aufgegeilt haben. Nämlich einen Borg. Wir sehen einen Borg-Kubus, der leidlich lediert ist. Und es wird gesagt, Moment mal, das sind blaue Kraftfelder. Also können es nicht die Borg sein, weil die Borg haben grüne Kraftfelder. Ja. Sebastian, was amüsiert dich so? Vielleicht haben die einfach andere Lichter da montiert. Vielleicht sind denen gerade die grünen Lichter ausgegangen und gesagt, okay, nehmen wir mal die blauen Wiesenwürfel. Da also, weißt du, komm, was sind da blaue Lichter. Es sind blaue Lichter. Aber das sieht für mich so aus, als wenn es halt nicht wirklich gerade frisch angeschossen wäre, sondern schon so ein bisschen repariert. Weißt genau. Du? Und die Schiffe, die wir da drumherum sehen, sind auch wieder ähnlich wie diese Schiffe, die wir vorher da gesehen haben.
diese Bird of Prey vielleicht ähnlich. So, ja, zumindest haben sie irgendwie... Ihr müsst euch auch wirklich davon verabschieden, dass es im Kurtzman-Track irgendwelche Hinweise gibt, die später irgendeinen Payoff haben. Ja? Also ich war, das wie das halbe Internet auch, bei dieser Leland-KKI-Geschichte, als dann so grüne Mini-Nanobots in der Blutkreislaufbahn gezeigt wurden, die halt auch so grün schimmerten, absoluter Meinung, oh, die gehen jetzt hier auf so eine Borg-Origin-Story. Mhm. Ja, Arschgeleckt, haben sie nicht gemacht. Das war halt grün, weil irgendein Designtyp da gesagt hat, oh, grün ist halt cool. Ja. Also gebt nichts auf diese kleinen Dinger, das ist alles Bullshit. Meinst du, Kurtzman hat so dermaßen Einfluss bei dieser Serie? Da frage ich mich ja, bei Discovery, ja, aber hierbei... Ich glaube, er hat Einfluss auf den Geist und Gusto, in dem diese Filme und Serien produziert werden. Und ja, ich meine, Patrick Stewart ist ja auch zurückgekommen, weil er von der Story überzeugt wurde. Und meinte nicht, der hat einen Scheck gekriegt, der groß genug war, und dann hat er gesagt, okay, come on. Ja. Und man muss ja auch nicht davon ausgehen, dass sich die Autoren, die das schreiben, irgendwie nochmal alle Folgen von Star Trek TNG angucken oder überhaupt irgendwie. Ich meine, die werden sich halt so viel irgendwie informieren, wie sie meinen, dass sie brauchen. Und wie sie damit durchkommen. Und man will sich als Autor, das sage ich auch immer wieder, man will sich als Autor nicht irgendwie mit dem Ballast von irgendwie 5 Milliarden Autoren belasten, die irgendwie vor einem was geschrieben haben. Man möchte auch irgendwie mal eine neue Geschichte erzählen und kann sich nicht immer aufhalten damit. Passt das jetzt noch in den Kanon rein, von dem, was von irgendwie 20 Jahren bei unter Captain Kirk gelaufen ist, ja? Also gebe ich dir recht für alles, was da in der Discovery-Serie gelaufen ist, weil da haben sie es ja ganz offensichtlich wegschmeißen wollen und trotzdem im klassischen Setting sein wollen. Aber hier bei Picard ist es, glaube ich, noch kritischer, nicht so ganz aus dem Kanon auszubrechen. Jedenfalls aus Sicht Fans vielleicht. Aus Sicht der Fans, genau, aber aus Sicht der Leute, die das machen, ist die Frage, ne? Wie wichtig ist denen das? Lass ich mal so im Raum stehen. Die wollen Geld verdienen. Ja, die wollen sicherlich auch was machen, was ihnen Spaß macht. Die wollen auch nachher was machen, worauf sie ein bisschen stolz sein können. Gehe ich jetzt mal bei so kreativen Leuten machen raus, ja. Das will ich denen jetzt nicht unterstellen. Ich möchte den, dass sie so, gib mir den Check und so. Ich möchte den Check, den Chat zitieren und sagen, Picard spricht Kacke-Emos. Emojis im Emoji-Film. Picard ist nicht ein Garant für gute Qualität. ist kein Garant für gute Qualität. Patrick Stewart ist zu verdanken, dass Picard im Unterhemd beim Aufstand und bei anderen Filmen rumgekämpft hat. All die Schlechtigkeiten ab Star Trek 8 bis Nemesis sind direkt auf den Einfluss von Patrick Stewart zurückzuführen. Das heißt Schlechtigkeiten. Er hat immer gesagt, er wollte mal so ein bisschen was Cooleres machen. Er wollte nicht mal so steif sein, deswegen hat er auch diese Auto, erinnert dich noch, in der Folge da, wo er, nicht Folge, in dem Film, wo er dann am Gott, ja, diesen Buggy da. Mit dem Buggy einfach rumheißt. Der wollte einfach mal, weißt du, so nach, ich habe es jetzt 20 Jahre gemacht und ich habe 20 Jahre stocksteif immer diesen Captain gemacht, ja. Und ich will jetzt mal was Cooles machen. Ja, soll er bei Kingsman Rallye spielen. Ja. Ja. Aber dann gibt es halt keine Picard-Serie. Ich hab gestern mit Schrecken festgestellt, dass Alex Kurtzman in den 90ern, also mehr Ende der 90er bis Mitte der 90er, bei Xena und Herkules Drehbücher geschrieben hat und für viele der besten Folgen von Xena und Herkules verantwortlich war. Und da total selbstironisch unterwegs war. Und irgendwas muss mit diesem Menschen passiert sein. Ich weiß nicht was in den letzten 20 Jahren. Ja, also sagen wir mal so, wenn George Lucas war sowohl für die Originaltrilogie als auch die Prequels verantwortlich. Also vielleicht daher ist es auch so ein Typ, der einfach kreative Kontrolle braucht, also der beziehungsweise in seiner Kreativität gebremst werden muss. Ja. Und Kreativität nehme ich bitte in großen Anführungszeichen. Die musst du nicht mal in Anführungszeichen setzen. Ich bin da absolut bei dir, weil du kannst ja eine geile Idee haben, grundsätzlich, wie für ein Star Trek-Universum, wie für ein Star Wars-Universum. Aber deswegen brauchst du doch dann in den einzelnen Fachdisziplinen jemanden, der dir sagt, wie schreibt man einen Charakter, wie macht man das, wie macht man das. Ja, deswegen glaube ich, war halt die Prequels so, wie sie sind, weil dann der George halt nur noch Ja-Sager rechts und links hatte, die halt alles abgenickt haben. Ja? Und da hat ihn halt keiner mehr irgendwie gechallenged, wie halt früher noch, als er noch nicht so die große Nummer war. Und von daher
das macht seine Leistung jetzt nicht irgendwie kleiner, aber ich glaube, dass an vielen Stellen man einfach besser beraten ist, wenn man sich halt jemanden dazu holt, der sich mit der Scheiße halt dann eben auskennt. Der halt eben sagt, du, also ganz ehrlich, so ein Kameraschwenk um 360 Grad von unten durch die Scheibe nach hinten, also ja, du, kann man machen, aber ja, lass mal, vielleicht mal lieber nicht. Ne? Ja, gib das Geld mal lieber für gute Charakterisierung aus. Zum Beispiel, ja. Ja, aber darauf wird ja anscheinend auch, wisst ihr ja selber, ich meine, auf Story wird irgendwie keinen Wert gelegt, auch wenn das bei den ganz groß erfolgreichen Sachen ja immer das ist, was nachher dann zieht, ne? Komischerweise. Aber vielleicht ist es einfach so sauschwierig, sowas zu schreiben, dass es da so wenig Leute gibt, dass es so wenig Serien und Filme mit einer guten Handlung gibt, zusammenhängend. Ich glaube, heutzutage ist eher das Zeit-Geld-Aufwand-Problem. Ich glaube, es gibt total viele gute Autoren und total viele gute Macher und Regisseure und Produzenten dahinter, aber wie man es immer wieder hört, die kriegen nicht mehr die Zeit dafür, die haben unglaubliche Kontrolle im Nacken. Und was war jetzt das beste Beispiel? Bei der Regisseur von Shazam hat letztens ein Video rausgebracht zu einer Szene, die von Fans komplett auseinandergenommen wurde, und hat erklärt, warum diese Szene so zu der Szene geworden ist und was der ursprüngliche Plan war. Und das ist, ich meine, erleben wir ja auch im Alltag, jedenfalls im produzierenden Business, dass man einfach nicht das machen kann von der Qualität, was man machen will, weil man nicht einfach das Budget dafür hat und die Zeit dafür bekommt. Weil Leute auf Nummer sicher gehen wollen. Genau, auf Nummer sicher gehen, weil dann kommen nämlich gleich irgendwelche Leute und sagen, die Zielgruppen sagen, wir können jetzt, wir brauchen den chinesischen Markt, wir können den Bösewicht nicht asiatisch machen. Genau, und wir brauchen dafür noch einen asiatischen Guten mit einem Schwert, weil damit identifizieren sich die Asiaten. Du bist so, ja, genau, das bist du. Ist vor allen Dingen im Special Effects Business das große Problem. Wir können heute so geile Special Effects machen, aber die meisten Filme sehen mittlerweile kacke aus, weil die für die Zeit, die die in eine Szene investieren, so viel bekommen, oder in 10 Szenen investieren, so viel bekommen, wie die damals vor Jahren für eine Szene hatten. Die Logik verstehe ich jetzt gerade nicht. Nein, also sagen wir mal, von der Qualität her, die Special Effects heutzutage bekommen für, keine Ahnung, sagen wir mal 1000 Szenen. Die haben eine gewisse Zeit für 1000 Szenen. Diese Zeit hatten sie damals für 10 Szenen. Und dementsprechend müssen sie viel mehr in viel höheren Outputs, in viel kürzerer Zeit. Ja, aber Michael, die Rechner sind doch einfach 10-mal schneller seit. Ja, aber du musst halt trotzdem manche Sachen von Hand bauen. Das ist ja völlig egal. Also und Entschuldigung, weil es scheitert heutzutage nicht an den Effekten. Also die Filme und Serien scheitern nicht an den Effekten. Nein, das nicht, aber es ist jetzt ein Faktor, nein, der genauso wie bei allen anderen das große Problem ist. Und ich habe mir in letzter Zeit so in der Richtung ein paar Videos angeschaut und viele sagen einfach, das ist wir haben keine Zeit, wir müssen raushauen. Das ist halt diese Sache von in allen Branchen, die also schon seit den Webstühlen quasi die Menschheit verfolgt und verflucht im Kapitalismus. Das ist halt die Jobs, die halt irgendwann mal cool sind und wo du Zeit hast und wo du dich auch ein bisschen kreativ austoben kannst, halt eingehegt werden in dem Moment, wo deine Branche erfolgreich wird und es halt immer mehr in die Massenproduktion reingeht. Ja, genau. Das ist, und das kann man da auch in Abtrennung abweisen. Darauf trinke ich jetzt mal ein. Picard trinkt dann nämlich bei 1,37 auch ein. Und da war ich ein bisschen entsetzt. Mhm. Kein Tee, nicht mal ein Chateau Picard, sondern er gießt sich irgendwie ein Schnappers ein Whisky oder sowas. Der ist ja auch älter mittlerweile. Das könnte ein Weinbrand aus seinem eigenen Wein sein. Könnte natürlich auch sein. Ja. Und dann ist mir vorher noch in einer Szene aufgefallen, dass das Konzept der Krawatte auch im 24. Jahrhundert immer noch beibehalten wird. Ja, das habe ich auch gesehen, genau. Aber das haben wir bei Enterprise ja auch gesehen. Da war auch ein Bösewicht, der Krawatten getragen hat die ganze Zeit. Ja, also, okay. Und dann kommt der Elefant im Raum, nämlich Seven of Nine. Ja, und ich glaube, ganz ehrlich gesagt, meine Einschätzung ist, die hat einen Auftritt von 5 Minuten für die Exposition. Oh, Captain, vor 20 Jahren, bla bla, peng, bringt uns als Zuschauer mal eben kurz auf den neuesten Stand und dann kommt sie am Ende nochmal, um den ganzen, mit den Borg kommt sie am Ende, um den Tag zu retten. Und das war's. Es wurde mehrfach angemerkt, okay, das halte ich mal so fest, beim Auftritt von Seven of Nine, dass ihr Implantat irgendwie suboptimal aussieht, billiger als bei Voyager damals.
was ich nicht so finde, ehrlich gesagt. Es ist flexibler. Es sieht nicht so metallisch aus, aber ich finde es nicht schlecht. Ja, aber ich habe wirklich gerade gedacht, bevor du es gesagt hast, sieht aus wie aus so einem Fanshop. Sowas. Okay. In so einem, weißt du, was denn auf so ein Kartonstück draufgebunden ist mit einem Kabelbinder und was an so einem Ständer hängt. Was du dann so runterziehst, dann steht dann drauf irgendwie 7,99 € und es hat einen Materialwert von 0,0. Ja, der Chat schreibt ganz richtig, es sieht nach Gummi aus. Ja. Moosgummi. Mhm. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Das Borggummi, das coole TNG-Gummi. Fixen wir in Post. Richtig. Die Szene kommt, die seht ihr nie in der Serie. Aber sie passt zu ihren Augen, die Farbe von dem Implantat. Vielleicht deswegen. Und dann geht's halt, wie gesagt, mit schnellen Schritten. Picard kriegt irgendwie einen auf den Mümmel. Sie rennen durch einen Gang. Er scheint sogar in seinem eigenen Wohnzimmer zu schießen. Keine Ahnung. Ja, und das ist dann eben besagter, oder vermutet man, dass das eben besagter Hugh sein soll. Bei 1,45 meinst du, oder was? Da vermutet man, dass das eben besagter Hugh sein soll. Er sieht jedenfalls nicht gut aus. Und er zieht Fäden. Ach, das ist, die nehmen nur was ab. Okay, das. Nee, ich glaube, das wird nichts mehr. Das Tier ist tot. Das ist ja dann auch die große Theorie, die hinter dem Ganzen steht. Also, wenn man es jetzt mal alles zusammenfügt, dass wahrscheinlich die Romulaner Borg-Technologie ausschlachten und damit irgendwas machen und seit Jahren damit experimentieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das gerade nach dem Fall von Romulus eine Möglichkeit ist, um die Macht wieder im Quadranten zurückzubekommen. Da hast du uns jetzt platt gemacht. Also ich glaube ganz ehrlich, so auf diese Story-Ebene, da habe ich keine Idee. Also da bin ich mal gespannt, ob sie halt eben dieses Countdown verwurschten oder ob sie diesen Puller-Pitch verwurschten. Wahrscheinlich irgendwie so eine Mischung aus allem. Das Interessante und das Wichtige bei Star Trek ist es doch, gibt es uns wieder eine Vision für die Zukunft? Ja? Gibt uns das irgendwie Hoffnung? Nein. Gibt uns das... Wird er gerade so sarkastisch gegrunzt? Das war ich. Ich meine es aber ernst. Ich meine, das ist das, woran sich für mich Star Trek messen lassen muss, Punkt. Nicht die, ja. Also entweder die zu erzielen echt ein paar coole Charaktergeschichten, manchmal können sie auch machen, aber dann müssen die halt auch wirklich stimmen und funktionieren. Oder sie zeigen uns halt ein Universum, wie sich die Menschheit weiterentwickelt hat. Vielleicht jetzt auch nach TNG weiterentwickelt, aber da siehst du... Die coolen Charaktergeschichten hast du bei Lower Decks. Ich glaube, ich habe am meisten Hoffnungen auf Lower Decks. What the fuck is Lower Decks? Ist die Comic-Serie von Star Trek. Okay. Die ja trotzdem vom Pitch her so klingt, wie Discovery früher mal sein sollte. Genau. Discovery sollte ja mal niedergestellte Leute, also der Hauptcharakter ist nicht der Captain. Wo der groß angekündigt ist. Nicht der Captain. Nein, der Hauptcharakter bei Discovery ist gottgleich. Mhm. Das ist aber nicht der Captain. Wegen Discovery und Lower Decks, da gab es in der ersten Staffel eine oder mehrere Partyszenen. Und da habe ich gedacht, das hat mich eher, also so konnte ich mir eher vorstellen, dass so Space Marines, sag ich mal, feiern würden. Also die Leute, es war halt auch unterkühlte Atmosphäre, halt irgendwie harte Musik, die halt so ein bisschen böse klingt. Ja, also die sind ja hier mit Space Marines und so, ja. Und alles auch im blauen Licht. Und dann die Leute achten mehr auf ihr Äußeres, ne? Also schon irgendwie so ein bisschen alles sexy aufgestylt und so. Und tanzen auch alle und so. Da habe ich gedacht, das ist, ja. Guckt, also man sagt ja mal Star Trek, das gucken zu 50% sind das Soldaten, Polizisten und sowas. Ne? Und Krankenschwestern, so öffentlicher Dienst, Verteidigungssektor. Das ist mal da bei Discovery. Und Wissenschaftler. Science, it's great. Math. Cool. Welcome man. To the world of tomorrow. Ja, gut. Ja, kam so, am Ende war's. Noch der Knaller. Mensch, was haben sie mit dem Gesicht gemacht? Ah! Data hat Mumps. Gottes Willen, das ist CGI. Data oder? Hat Mumps. Das ist KI. Aber da haben wir den Earl Grey. Die haben eine KI auf Transponders Gesicht. Ja, zum Pokerspiel trinkt er dann Tee, das passt ja. Ja, aber total. Er sitzt auch. Er saß übrigens auch in All the Good Things Data gegenüber am Ende. Ja, aber Data sah in All Good Things nicht so aus wie da. Kriegt ihr jetzt eigentlich auch als Vorschlag angezeigt für den nächsten Film heftige Kampfszene, Beat Behind the Scenes mit diesem verlängerten Rücken? Nein, ich habe die 7 Geheimnisse der NVA als nächster Vorschlag.
Jetzt haben wir uns beide geoutet. Okay. Gut. Naja, ist ja halt jetzt die Frage, ist die Data-Szene eine Hologramm-Szene? Ist das was im senilen Kopf von Picard vorkommt? Spricht der mit Data während den Episoden immer? Fest ist Data dieser... Womit wir bei der Holodeck-Theorie. Genau, der imaginäre Koch auf diesem Schiff und er redet halt immer nur mit ihm in seiner Fantasie. Und in seiner Fantasie hat Data Mumps und sieht deswegen so komisch aus. Und die Schwarzhaarige ist in Wirklichkeit seine Pflegerin. Ich sehe tote Datas. Also ich tippe ganz stark auf Holodeck. Ich muss jetzt mal einen Schwank zum Besten geben. Ich weiß, dass Gregor vom Grauen Rat hier irgendwo im Chat war vorhin und vielleicht auch immer noch ist. Der hatte mir nämlich dann irgendwie, ich war unterwegs und als dieser Trailer rauskam, der ist ja bei der Comic-Con irgendwie vorgestellt worden. Und mein Handy vibrierte wie verrückt, was immer ein Zeichen ist, dass Gregor mir Nachrichten schreibt bei Threema. Und Gregor schickte mir halt den Link zu diesem Trailer und ich konnte ihn nicht gucken von unterwegs. Und es kam auch hinterher, boah, der neue Star Trek Trailer ist raus von Picard und ey, Data und Seven of Nine sind dabei. Und ich war schon maximalst gespoilt quasi, als ich diesen Trailer geguckt habe. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht so, wann kommt denn Seven of Nine? Ach, da ist Seven of Nine. Wann kommt denn Data? Ach, da ist Data. Ja, insofern hatte ich da keine großen Überraschungen, was diesen Trailer betrifft. Danke, Gregor. Eine Sekunde, 50 deines Lebens. Ja. Und vielleicht können wir einen Blick hinter die Kulissen gewähren, weil wir, als wir uns, bevor die Live-Sendung losging, irgendwie noch getroffen haben, haben wir gesagt, haben wir alle den Trailer geguckt? Ja, wir sollten alle uns darauf einigen, dass wir gleich, wenn wir den Trailer besprechen, den gleichen Trailer uns angucken. Und Sebastian sagte, das ist ein ganz anderer, als ich geguckt habe. Es ging eigentlich so los. Also irgendjemand machte eine abfällige Bemerkung über den Trailer und ich sagte, hä? Ich meine, die müssen doch total froh sein jetzt. Ich guck mal hier, Simon Pegg schreibt das Drehbuch, ja? Fast die ganze Crew ist irgendwie dabei bei den Schauspielern. Irgendwie, es geht mit Picard ist in Ungnade gefallen und beim Kampf gegen die Borg und so. Das ist total geil. Aber es war ein anderer, ich habe gerade eben hier den Link in den Mumble-Chat gepostet. Mach mal den richtigen Chat. Ja. Okay. Adresse kopieren. Und jetzt derweil kann ich ja noch zum Besten geben, ja? Dass es einen Song gibt von Blümchen und David Hasselhoff. Ja. Auch das hat Gregor mir geschrieben. Also dieser Gregor ist sehr up-to-date. Ja, dieser Gregor ist echt ist ein. Könntest du gerade gleich mal einsortieren für mich? Blümchen und also Jasmin Wagner und David Hasselhoff haben bei Carmen Nebel im ZDF einen neuen Song vorgestellt, einen gemeinsamen. Ach so, das heißt nichts mit Star Trek. Die singen nicht über Star Trek oder über die PK-Serie. It's Alex Kurtzman. Aktuell, also 2019. Vermutlich steckt Kurtzman dahinter. So, Link ist im Chat. Na gut, aber wenn wir nochmal zu diesen alten Gesichtern in der neuen Serie zurückkehren. Es sind ja noch ein paar mehr bestätigt. Und ich bin ja ganz auf Chris' Seite. Ich glaube, dass wir pro Episode ein Face of the Episode bekommen, ein Cameo of the Episode, wo jeder mal kurz seinen Auftritt haben darf. Es sind ja also Brent Spiner als Data und Jerry Ryan als Seven of Nine ist ja dabei, aber bestätigt ist auch definitiv Jonathan Frakes und Marina Sirtis. Robert Picardo hat auch schon auf Twitter sehr kryptisch angedeutet, ob er nicht vielleicht auch noch irgendwie dabei sein könnte. Der ist ja schon bei The Orville. Ich würde ja fast noch fest mit Michael Dorn rechnen. Und der ist schon bei The Orville, ja. Stimmt, Michael Dorn. Habt ihr die Folgen alle gesehen? Ja, aber Michael Dorn ist so der Billy Dee Williams des Star Trek-Universums. Der bietet sich halt immer so dermaßen an, dass er irgendwie permanent ignoriert wird. Ja. Aber eine Worf-Serie wäre doch super. Ah, come on, shut up. Aber er wollte doch total viel Geld haben, ne? Ich will George Takei. Ich will George Takei. Ja, George Takei fehlt noch. Ich hätte ja gerne noch ein bisschen was mit Q. Ich bin dafür, dass Picard immer ins Holodeck geht und sich mit Data und Captain Sulu berät. Ja. Nee, mit Captain Kirk und mit dem deepgefakten William Shatner. Und mit. Ja, genau. Oder irgend noch jemand von Voyager vielleicht. Der war der coolste bei Voyager. Der coolste. Richtig. Ich kam nicht drauf. Aber du hast natürlich vollkommen recht, Chris. David Neelix. Er braucht ein bisschen
Ja, die liegt richtig. Jennifer Lean braucht die Geld. Ist immer man. Gute Laune ja. Komponente. Jennifer Lean kommt für einen Kaffee und ein Brötchen. Aber die ist doch schon tot, die wird doch nur 7. Ja, aber Jennifer Lean ist nicht tot. Die ist zwar doppelt so viel Jennifer Lean wie damals, aber sie ist noch da. Body Shaming. ja, eine Menge Leute sind noch da, ne? Eine Menge Leute sind auch schon tot. Die Faust Kelly. Aber der hatte ja schon sein Cameo in der. Aber in der Serie fehlt doch irgendwie so ein Doktor, oder? So ein. David Tennant? Ja, oder der. Aber es fehlt doch irgendwie in der Serie fehlt irgendwie noch so ein Doktor. Also von. Ja, ich meine, wenn wir uns an die erste Staffel TNG erinnern, da gab es noch nicht mal einen Chefingenieur. Da gab es Argyle, der Chefingenieur. Ich will Will Wheaton sehen. Ich auch. Wesley Crusher zurück. Wesley Crusher sehen. Richtig, richtig. Lever Burton fehlt noch. Der muss auch noch mit rein. Ja, das soll ja teilweise halt auch, die müssen ja wohl jeden einzelnen Charakter lizenzieren, ne? Weil es halt diese getrennten Lizenzstränge jetzt gibt bei Star Trek. Lebt Mulgrew noch? Ich glaube, Pulaski ist für einen schmalen Euro zu kriegen. Ich glaube, das haben sie auch bald alle genannt, ne? Ich könnte jetzt noch Mini, Whoopi Goldberg. Ja, aber Whoopi Goldberg macht jetzt eine nette Show bei, ich glaube, MSNBC oder so. Ja, aber ist Morgenshow. Picard eigentlich nicht in dem Alter, also 20 Jahre später, mit Crusher verheiratet oder verheiratet gewesen? Schon wieder geschieden. Ja, da ist ja die Frage, inwieweit sie halt diese All the Good Things Zukunft aufgreifen. Wie gesagt, von den Kommunikatoren her sieht es so ähnlich aus, von den Uniformen so gar nicht. Das wäre halt mal interessant zu sehen, ja. Ob sie das irgendwie spielen, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Dieses emotische System-Syndrom wird das eine Rolle spielen, da bin ich sehr gespannt drauf. Das werden sie auf jeden Fall erwähnen werden. Aber der größte Elefant im Raum ist doch die Frage, habt ihr jetzt Lust bekommen, die Serie zu gucken? Aus alter Gewohnheit werde ich wieder die ersten Folgen gucken, auf alle Fälle. Also, weil da schreit einer, also 2 Stunden so nehme ich knapp sich mir mal von meinem knappen Zeitplan ab dafür, ja. Aus Chronistenpflicht werden wir es vor den Track-Nerds natürlich gucken. Meine persönliche Meinung ist, I hope for the best and expect the worst. Mhm. Genau, damit man noch am wenigsten enttäuscht, richtig. Ja und nein. Also, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, da hat er mich kein bisschen überzeugt, weil es einfach zu sehr nach Discovery und J.J. Abrams aussah. Bisschen hintergeblickt und dann ist so ein bisschen Begeisterung aufgekommen, aber ganz Alex genau. Kurtzman. Es ist am Ende des Tages das gleiche Team, das auch Discovery verbrochen hat und der einzige, der meiner Meinung nach, also die Tricks und so, alles gut und Jeffrey Russo mit der Musik, das wird auch alles in Ordnung sein, aber der Writer's Room, ich habe da einfach keine Hoffnung. Und auch bei dem ganzen Picard, ja, und der wird sich da um seine Figur kümmern. Scheiß drauf, wenn der Scheck groß genug war, macht er alles, was wir ihm sagen. Ja, aber sie haben doch Peter Capaldi engagiert als Showrunner, oder? Hinterm Geld mittlerweile. Also dieser Typ, der aussieht wie Peter Capaldi, ist das nicht der Showrunner? Oder ist Kurtzman der Showrunner? Nee, Kurtzman ist nicht der Showrunner, aber er ist halt für dieses Gesamtkonstrukt zuständig. Und wenn da was rauskommt, was ihm nicht in den Kram passt, dann sagt er halt nochmal, mach nochmal. Also der wird da schon so weit die Hand drauf haben, dass das in seinem Sinne läuft und alles halt zusammenpasst. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn die am Ende noch ein Crossover zu Discovery machen. Den traue ich alles zu. Ja, wurde nicht kolportiert, dass sie irgendwie die ersten 3 Folgen neu gedreht haben, weil die beim Testpublikum nicht gut angekommen sind? Gerüchte, reine Gerüchte. Ah, okay. War ja so ein Gerücht. Kanntet ihr das Wort Showrunner eigentlich, bevor ihr den Deep Space Nine gesehen habt? Ja. Ja. Okay. Ich nicht. Ich bin nur mal gespannt, ob im Vorspann von Picard wieder 20 Produzenten genannt werden, wie bei Discovery. Ist unglaublich, oder? Wie viele Produzenten da bei diesem Vorspann genannt werden von Discovery? Das war mir erst nicht aufgefallen, nee, aber ich glaube, einfach alle wollen Produzent sein, ja? Weil sie stehen einfach Wikipedia ganz oben in der Nahrungskette. Haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 Executive. Ach, ja, aber nur Executive. Und dann kommen noch viel mehr dazu. Gott. Insgesamt sind es, glaube ich, 14 oder so. Ja, viele Köche machen den Brei definitiv besser. Sagt das Sprichwort. Das ist ja wie im Osten früher. Überall nur Komitees und Komitees.
nicht mal so ein richtiger Chef, so ein richtiger Diktator, ne? Wir müssen jetzt alles irgendwie in der Räterepublik ausdiskutieren, oder was? AG PK. Ich glaube, da müssen die aber echt nicht mehr weiter. Ich glaube tatsächlich, dass die Zeichentrickserie, ich weiß, Fedo wird mich erwürgen, wenn ich sage Zeichentrickserie, wenn die Animationsserie, die total unterm Radar schwimmt, die beste Star Trek-Serie aller Zeiten wird. Also nach Deep Space Nine und TNG. Aber ich glaube, von diesem ganzen neuen Star Trek wird die Animationsserie die beste. Ich bin mir total sicher. You are setting yourself up for disappointment. Ja, die Animationen sehen so ein bisschen aus, gehen so ein bisschen in die Richtung Gravity Falls. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer dahinter ist. Aber im Animationsbereich sind heutzutage eigentlich viele der besten Serien angesiedelt. Ich glaube, da ist einer der Rick and Morty und so mit drin. Der Chat möge mich korrigieren. Oder auch gut, nicht, dann wird es stimmen. Ach so, und von wegen, ich wollte noch gerade ein Gegenbeispiel bringen, von wegen Leute, die erst was nicht so Tolles geschrieben haben und dann was sehr Gutes, die Chernobyl gemacht haben. Die haben mehrere irgendwie so Scary-Movies so auf dem Kerbholz. Und okay, ist doch sowas. Also, und die haben dann echt wirklich dann auf einmal was gesagt, wo alle gesagt haben, so, boah, krass. Hier, der The Wire gemacht hat, der doch vorher auch mehr so ein bisschen Richtung so Sensationalismus, weißt du, so mit irgendwie Presseleute, die irgendwas aufdecken. Das ist ja komplett anders als The Wire. Und alle so, oh. Ja, da ging es halt nur, weißt du, da ging es nur, was, weiß ich, weil The Wire die fünfte Staffel war dann die ganze Serie. Aber egal, ich schweifle ab. Also ich wollte nur sagen, man kann es im Guten wie im Bösen nicht vorhersehen, was für eine Arbeit nachher irgendwelche Autoren oder Produzenten abliefern. Ich habe geschrieben, damals vor einem Jahr, Picard ist ein verbitterter und vereinsamter Mann, der sich auf seinen Weinberg zurückgezogen hat. Check. Verbittert? Verbittert? Das sieht man ihm an. Er säuft während der Arbeitszeit. Er ist verbittert. Okay. Seit Jahren hat die Föderation gewarnt, dass die Borg, die gehen immer, werden aber bestimmt ganz furchtbar redesigned aussehen. Ein vorsichtigen Haken. Irgendwann wiederkehren und die Föderation nicht bereit ist. Die Borg greifen an und nehmen die Erde in Handschlag. Okay, das glaube ich nicht. Aufgrund seines Wissens über die Cybermänner kann Picard untertauchen und kämpfen in Unterhemd und Untergrund gegen die Untermenschen. Ich glaube, das wird passieren. Mit allerlei freiwilligen Mitteln und einer erstaunlich diversen Schar an charakterlosen Gefolgsleuten. Ich glaube, da können wir einen großen Haken dran setzen. Die gerne auch mal den Löffel abgeben und ich glaube, das wird auch passieren. Ja, echt, ne? Da waren Frauen dabei und Schwarze, ja. Wie divers. Erstaunlich divers. Kannst mal sehen. Tja, so sieht's aus. Es bleibt auf jeden Fall spannend in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, wir haben jetzt keine Lobhudelei vom Stapel gelassen, wir haben aber auch nicht den Stab komplett heute drüber gebrochen, wie es vielleicht der ein oder andere haben wollte, aber wie gesagt, ich bin vorsichtig pessimistisch. Oh, das ist schön. Prima. Ein pessimistischer Optimismus. Am Ende des Tages, wenn die Story Kappes ist, werden die Zusammenfassungen dafür umso lustiger. Also von daher. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Also hört die Zusammenfassung vom Nerdizismus-Podcast von Discovery. Das sind großartig. Du, ich hab schon gelesen, dass irgendwie Spieleentwickler gesagt haben, sie entwickeln die Spiele so, dass sich bei den Let's Plays möglichst viele lustige Szenen ergeben. Also schon, vielleicht drehen jetzt demnächst die Star Trek-Autoren auch ihre Serien so, dass die Reviewer möglichst lustige Reviews drüber machen können. Wer weiß. Und am Ende sind die Einzigen, die jetzt noch gucken, die Reviews. Ja, jetzt bist du der großen Verschwörung zu dicht. Das wird gleich klingeln bei dir. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich stehe gleich bei dir mit dem Anzug. Ich glaube, wir brauchen dann doch nochmal irgendwie in diesem Cast nochmal so einen positiven Gegenpol zu allem, was wir über Discovery lästern. Ich meine, wir sind ja einigermaßen Meinung, aber wir saßen dann letztens mit unseren neuen Cosplay-Mädels zusammen, die so ganz anderer Meinung waren, was Discovery anging und diese Serie bis ins Nichts gelobt haben. Das sind einfach verbitterte alte Männer, deswegen. Ich finde. Und ja, Angry White Nerds. Also spricht da nicht für mich. Ich habe Discovery immer aber gelobt. Du bist erstaunlich zurückhaltend, was Discovery betrifft, im Vergleich zu früher. Weil ich die. Nee, ich hab mir die zweite Staffel nicht angeguckt, deswegen kann ich da nicht mitreden. Das ist einfach. Ich habe noch so viel Anstand, dass ich nicht irgendwie Serienreview, die ich nicht mehr. Na, ich habe ja Teile von Discovery gesehen und das, was ich gesehen habe, hat mir einfach nicht gefallen. Ich habe mir auch das Red Letter Media Review angeguckt und
sogar die haben gesagt, die ersten 3 bis 4 Folgen wären sehenswert. Und das wäre noch richtig ein altes Star Trek. Und unser gemeinsamer guter Freund aus Würselen, Sascha, nicht Martin Schulz, und sein Umfeld, die waren eigentlich von der ganzen zweiten Staffel ganz angetan. Und meinten, ja, man kann es aber auch lassen. Also es gibt mehrere Meinungen, auch unter Kennern, wozu ich jetzt den auch zählen würde. Gibt's auch unter Kennern gibt es auch mehrere Meinungen. Okay, Chris, wir brauchen einen Gegenpol bei uns. Ja, aber das Problem ist, bei den Gegenpolen kommt halt meistens entweder als Argument nur, ja, du siehst das ja alles viel zu negativ, jetzt mach doch mal nicht alles so schlecht, es ist ja auch manches ganz gut und es sieht doch ganz toll aus. Aber sobald du doch einsteigst in die offensichtlichen, völlig meiner Meinung nach absolut objektiven Schwächen im Drehbuch, kommt doch nichts mehr an Gegenargumente. Das kann dir doch keiner erklären. Ist doch alles kaputt. Okay, also wenn er mir verspricht, dass er mich nicht irgendwie auf so Detailfragen festnagelt, dann wäre ich bereit, meine halbe Stunde lang zu verteidigen. Aber ich würde es mir deswegen nicht nochmal komplett angucken wollen. Auch nicht die zweite Staffel. Ich kann ja akzeptieren, wenn einer sagt, ihm gefällt Discovery. Das ist ja in Ordnung. Aber dass dann jegliche Kritik gleich so, so negativ und bla, so völlig erstickt wird. Ja, das ist halt albern. Also dir gefällt der Tonfall nicht. Das ist was ganz anderes. Ja. Und da musst du doch einfach feststellen, dass das und das und das aus diesen und jenen Gründen einfach Unsinn ist. Und zwar in jeder Serie, mit jedem Franchise, in jedem Land. Ich möchte eigentlich ungern das Discovery-Fass wieder aufmachen, aber wenn man das Finale der zweiten Staffel anguckt, der von mir sehr geschätzte Kollege Jörn Schaar hat einen tollen Twitter, wie heißt das? Fred? Gestartet zum Finale. Es ist einfach, ich mache ja auch Fernsehen. Ich mache aktuelles Fernsehen, aber ich mach kein Fiction. Ich mach halt reales Fernsehen sozusagen. Aber es ist einfach vom Pacing her, es ist totale Grütze. Raumkampf und dann wird irgendwie ein Dialog über Familiengeschichte dazwischen geschnitten, während draußen angeblich dieser Raumkampf tobt. Und du denkst so, ey Leute, da ist ein Raumkampf, könnt ihr das nicht irgendwie später? Aber dieser Raumkampf spielt einfach in diesen 10 Minuten, die dieser Dialog dauert, keine fucking Rolle. Und Sascha, erinnerst du dich noch an unsere Besprechung von Space Above and Beyond, wo wir gesagt haben, so die sind gerade in Deckung gegangen, in einem Feuergefecht, im Handwaffenfeuergefecht, hinter irgendwie einem umgestürzten Aktenschrank. Und sie erzählt ihm irgendwie davon, das waren Probleme mit ihrer Mutter. Aber das war in den 90ern, wir sind da auch sowas, oder? Sebastian. Es sieht noch nicht mal sieht so gut aus. Gut, also, wir machen jetzt das Discovery-Fass an der Stelle auch wieder zu. Wer dazu unsere Meinung hören will, kann sich ja bei den Track-Nerds alle anderen Reviews dazu angucken. Wie gesagt, wenn irgendjemand der Meinung ist, er möge Discovery verteidigen, und zwar über, ihr seht doch alles so negativ, Argumentation hinaus, dann schreibt uns eine E-Mail an info@nerdizismus.de und wir sind wirklich froh, mal eine Gegenstimme zu hören. Oder alternativ an info@sie-reden.de. Ihr habt ja auch so eine Adresse? Ja, wir haben auch eine Adresse. Wir machen ja hier so ein Crossover. Ich dachte, ihr habt ja sie-reden@aol.com. Ja, genau. CompuServe haben wir. Wir haben, sie reden hat, glaube ich, oder war es der Graue Rat, wir haben auch eine StudiVZ-Gruppe. Ja, wir kruscheln euch da muss mal ich jetzt gleich noch beitreten. Das wäre sehr nett. Ja, also der Chat war auch ein bisschen fleißig, hat ein bisschen was gepostet. Es haben sogar tatsächlich ein paar Leute live zugehört, bei denen wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken wollen nach 90 Minuten. Ich glaube, es gab bestimmt Trailer-Analysen, die wesentlich erhellender waren als unsere. Aber ich glaube, wenige, die so amüsant waren wie unsere. Ja, ich meine, es ist ja fast alles gesagt. Und deswegen sagen wir alles nochmal, aber lustiger. Und womit? Mit Recht. So, in diesem Sinne, lieber Sebastian, lieber Sascha, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Einladung. Dieser neumodische Stream-Kram, der kommt eigentlich ganz gut an. Ich glaube, das machen wir vielleicht öfter, Michael. Was meinst du? Genau, wir haben ja noch die zweite Staffel Orwell vor uns. In diesem Sinne, an euch da draußen eine jote Nacht. Wenn ihr später gehört habt, einen schönen Arbeitstag oder wann auch immer ihr uns gehört habt, machtet jod. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ich flieg mit Jolly.